Die ersten Corona-Impfstoffe stehen vor der Zulassung. Während die Hersteller bereits im großen Umfang produzieren, arbeiten Bund und Länder unter Hochdruck an ihrem Impfkonzept. Überall im Land sollen Impfzentren eingerichtet werden, in der Regel eins je Landkreis. Doch es gibt Zweifel. Anton Fink liefert mit seiner Antonius-Apotheke in Deggendorf seit Jahren Impfstoffe im großen Stil an Konzerne wie Lufthansa. Er ist skeptisch, dass die ersten Impfstoffe für die geplante Massenimpfung geeignet sind. Dieser Impfstoff der Firma BioNTech, ein mRNA-Impfstoff, ein sogenannter Messenger-Impfstoff, der relativ einfach hergestellt werden kann, muss bei minus 80 Grad gelagert werden. Und ich habe bis heute niemanden gefunden, der mir sagt, wie lange das Auftauen dieses auf minus 80 Grad abgekühlten Impfstoffes dauert. Also glaube ich, dass dieser erste Impfstoff, der auf den Markt kommt, im Handling sehr schwierig sein wird. Laut Fink wird die Corona-Impfung aber ohnehin ein Mammutprojekt, das sich über Monate hinziehen wird. Auch, weil sich nicht jedermann in der ersten Runde impfen lassen wird. Der erste Impfstoff ist meiner Meinung nach sehr schwer praktikabel. Jetzt gibt es natürlich Hochrechnungen, wie lange dauert es, wenn Sie am Tag 10.000 Deutsche impfen, bis Sie bei 1 Million sind, bis Sie möglicherweise bei 10 Millionen sind. Und ich darf so nebenbei erwähnen, wenn ich es richtig weiß, sind wir 80 Millionen Bürger in Deutschland. Kunstpause meinerseits. Fink hofft, dass mit der Zeit auch andere Impfstoffe zur Verfügung stehen werden, die dann einfacher im Handling sind. Entscheidend wird sein, welcher Impfstoff die entstehenden Antikörper am höchsten dauerhaft ergibt. Und derjenige Impfstoff, der 3, 4, 5 Jahre die Antikörper in der notwendigen Höhe hält, wird meiner Meinung nach der tatsächliche Sieger sein. Grippeimpfstoff muss jedes Jahr neu zusammengebastelt werden und deshalb jedes Jahr neu geimpft werden. Diese Gefahr droht bei dem Coronavirus auch. Und ich wünsche mir für alle in Deutschland, in Europa, weltweit, dass der passende Impfstoff in ausreichender Menge produziert und verteilt werden kann, damit so schnell wie möglich der notwendige und mögliche Schutz zu dem Zeitpunkt dann aufgebaut wird.